ich verehre John Irving. Ich liebe John Irving. Übrigens sieht der auch bockelgut aus. Ich hätte vor 15 Jahren ungefähr durfte ich ihn mal sprechen. Ich fand den toll. Ich finde es einen ganz tollen Mann. Ich mag seine Art zu schreiben. Ich mag seine bizarren Szenerien, die er hat. Also ich finde ihn super toll. Garp habe ich immer gerne gelesen. Ist wieder Irving. Naja. Das ist ja 6 Jahre her und ich hatte sowas, ich glaube, man nennt es neudeutsch Erkenntnisgewinn. Ich habe gemerkt, dass ich dieselben Funde immer wieder ab und zugenommen habe. Ich habe sie erst abgenommen für Moppelig, dann habe ich sie wieder zugenommen, dann habe ich sie nochmal abgenommen, nochmal zugenommen und nochmal abgenommen und wieder zugenommen. Und dann fragt man sich ja irgendwann als erwachsene Frau, was mache ich da eigentlich? Warum verschwende ich diese ganze Zeit und mache immer wieder Diäten, wo man doch weiß, dass 95% aller Diäten scheitern. Und darüber habe ich mich jetzt mal ausgelassen, ob man nicht einfach die Sache ein bisschen entspannter angehen kann. Naja gut, einmal ist klar, die medizinisch neuesten Erkenntnisse sagen, dass in einem mittleren Alter, das ist ungefähr mein Alter, dummerweise schon, in einem mittleren Alter ist leichtes Übergewicht das Gewicht, mit dem man am ältesten wird. Also muss man sich nicht gesundheitshysterisch machen lassen. Ich propagiere nicht etwa die Fettsucht, also ich sage nicht, ihr müsst so schwer werden, dass ihr nicht mehr alleine vom Boden aufstehen könnt. Klar, das ist krank, aber genauso krank ist es, als normal gebauter Mensch zu versuchen, in Size Zero zu passen. Das wird nicht gehen, außer Sie haben Hammer und Meißel zur Hand und können sich noch die Hüftknochen wegmeißeln. Ich glaube, man muss einfach aufhören, sich mit idealisierten Standards zu vergleichen. Das ist mal Punkt 1. Die Durchschnittsgröße in Deutschland ist 42, 44, nicht 34. Wenn ich heute in einen Laden gehe wie Zara oder ähnliches und dann passt mir als einziges ein Schal, ja, dann kann ich da halt leider kein Geld lassen. Ich wäre ja bereit gewesen, viel Geld dazu lassen, aber dann eben nicht. Ich finde, man muss einfach mal neue Prioritäten setzen. Essen ist nur Essen. Das ist nicht das Böse an sich. Ich habe Freundinnen, die gucken ein Weißbrot an, als wäre das der Teufel. Und sagen, räumen Sie das sofort weg. Das ist ein Brot, nicht mehr und nicht weniger. Ein Brot mit Kohlenhydraten. Je mehr man über Essen nachdenkt, auch gerade Frauen, die nichts essen, denken irrsinnig viel über Essen nach, über das, was sie nicht essen dürfen, wahrscheinlich lebenslang nicht essen dürfen, umso gestörter wird das Verhältnis zum Essen. Und das macht einen nicht automatisch dünner. Ich habe neulich neben einer sehr, sehr schlanken, älteren Frau gesessen. Die hat zu mir gesagt, ich gehe jeden Abend hungrig ins Bett. Und hat wahrscheinlich gedacht, ich sage toll, also ich bewundere diese Willensleistung. Ich fand's abartig. Ich will nicht hungrig sterben, muss ich mal ehrlich sagen. Wenn ich wüsste, ich könnte abends ins Bett gehen und morgens aufwachen und wäre eine kleine Tanne, das wäre natürlich toll. Ich bin nicht bereit, den Preis zu zahlen, den es kostet, sehr schlank zu sein. Ich weiß, das ist einfach beinhart. Man muss sich wirklich disziplinieren. Und ich bin ein disziplinierter Mensch, aber ich esse einfach auch gerne und ich möchte nicht 4 Stunden joggen am Tag. Habe ich keine Lust. Also mein Mann, glaube ich, hat sich nicht irgendwie für mich interessiert. Also sagen wir es mal anders. Wer wegen seiner Figur geheiratet wird, wird auch wegen seiner Figur verlassen. Ich gucke das oft an. Ich gucke das mit meiner Tochter zusammen. Und mein Sohn, wenn er uns ärgern will, der ist klein, sagt er oft morgens zu mir, ich habe leider kein Foto für dich. Ja, aber ich amüsiere mich darüber. Ich finde auch, man muss sich da nicht so irrsinnig empören, weil es ist einfach so, wer Model werden will, kann halt leider nicht 1,60 sein. Das ist wie eine Arbeitsplatzbeschreibung. Und Model ist halt über 1,75 groß, ist sehr, sehr schlank, eher dünn, hat lange Haare und gute Haut. Und es ist jetzt nicht meine liebste Sendung. Ich finde es auch ein bisschen albern. Und ich würde der Heidi gern mal sagen, das als wie ist halt als wie falsch. Aber egal. Eine Diät? Nein, Quatsch. Ich weiß es noch nicht genau. Wahrscheinlich ein Roman. Ich wechsle immer ab zwischen Sachthemen und Roman. Wahrscheinlich ein Roman und dann noch ein Jugendbuch und dann sehe ich mal weiter.